Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch zur 14. Folge von Moin Tesla. Ja, welche Themen haben wir heute? Ja, alle haben ihr Model 3. Bitte keine Anfragen mehr bezüglich des Telekom-Adapters. Ich lese euch vor aus dem Buch von Lee Iacocca, dem legendären Automanager, und was das mit dem Model 3 zu tun hat. Ja, und dann habe ich im Interview aus Horb am Neckar zugeschaltet, Jerome Brunel. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, Folge 14, Moin Tesla. Alle haben ihr Model 3. Ja, nicht alle, aber ganz, ganz viele haben es jetzt schon. Ich habe ganz viele Berichte davon euch ja bekommen, und ich konnte berichten, wie Holgers Model 3 ausgeliefert worden ist, und wir haben ein Video dazu gemacht, wie Peters Model 3 in Hamburg dann doch noch toll ausgeliefert worden ist. Er hat sich sehr gefreut, die Freude konnte man, glaube ich, sehen. Ja, und Mainz ist auch ausgeliefert, und man muss sagen, Tesla hat uns da alle irgendwie auf eine harte Probe gestellt, aber das macht den Tesla Freunden, Fans und Fahrern irgendwie gar nicht so viel. Die meisten sind total begeistert von dem Auto, und das hat mich daran erinnert, wie die Leute schon immer von Autos begeistert waren. Ich habe 1985 dieses Buch gelesen, Lee Iacocca, eine amerikanische Karriere. Da berichtet der legendäre Automanager von Ford und Chrysler über sein Leben in der Autoindustrie. Und an eine Stelle hat mich das mit dem Model 3 jetzt erinnert, nämlich an das Erscheinen des Ford Mustangs in den 60er Jahren. Da war der Lee Iacocca als Produktmanager für zuständig, und er hat einen Brief bekommen, der mich wirklich an den Hype um Tesla, um das Model 3 und an das Verhalten der Fans und Tesla-Fahrer erinnert. Die möchte ich hier einmal kurz vorlesen. Ja, einer der nettesten Briefe kam ganze 4 Tage nach dem Start des Autos, also des Ford Mustangs, von einem Mann aus Brooklyn. Ich mache mir nicht viel aus Autos, schrieb er. Das ist so, seit die meisten Autos wie schwangere Austern aussehen. Außerdem ist New York der falsche Ort für ein Auto. Hundebesitzer ermuntern ihre Lieblinge, auf die Räder zu pinkeln. Slumkinder stehlen Radkappen. Bullen verpassen einem Strafzettel. Tauben nisten auf dem Auto, und Schlimmeres. Die Straßen sind ständig aufgerissen, die Busse zerquetschen einen, die Taxis rammen ein, und die Parkgaragen kosten eine zweite Hypothek auf das Haus. Das Benzin ist um 30% teurer als überall sonst. Die Versicherungsprämien ein Skandal. Das Textilviertel ist unpassierbar. Die Wall Street undurchquerbar. Nach New York, nach New Jersey kommt keiner durch. Und dann folgt der Schlusssatz: Sobald ich da den Zaster beisammen habe, kaufe ich mir daher ein Model 3, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, hier steht, kaufe ich mir daher ein Mustang. Ja, so ist das. Faszination Automobil. Ja, und nächstes Thema. Bitte keine Anfragen mehr bezüglich des Telekom-Ladeadapters. Leute, das war ein April-Scherz. Ich kriege wirklich, wirklich viele Mails, wo Leute den Adapter anfordern, und ich glaube, einige sind auch darauf reingefallen. Und man könnte ja am Anfang auch glauben, das geht irgendwie, besonders wenn man jetzt kein Elektrotechniker ist. Nein, das ist kompletter Nonsens, und Holger und ich haben dazu eine kleine Sequenz gedreht, die spiele ich hier einmal ein. Und wir haben heute gerade etwas gedreht hier. Wir haben einen Mega-Reichweiten-Test mit dem Maxus gemacht und wollen eigentlich eine kleine Ansage machen. Denn wir haben am 1. April ein Video veröffentlicht. Ja, zur Telekom-Dose laden. Ja, und das war, haben wir ganz ernst gespielt, aber nicht ernst gemeint. Nein, das war ein reiner April-Scherz. Also laden an einer Telekom-Dose Strom für ein Tesla oder ein anderes E-Auto funktioniert nicht. Das ist völliger Nonsens. Geht nicht. Und alle Formeln, die Holger sich da ausgedacht hat, die gibt es gar nicht. ja, Wurzel aus. Ja, Wurzel 3, Verkettungsfaktor und all diesen Quatsch, da gibt es schon was, aber in dem Zusammenhang stimmt das alles nicht. Ja, also schön, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Und der Holger ist wirklich so überzeugend, dass
ich wirklich ganz viele Mails mit Bauanleitung bekommen habe, wo es gibt diese nicht. Es gibt keine Bauanleitung, du hast auch Bestellung bekommen. Ja, ich habe auch Bestellung gekriegt, ja. Ja, es war ein April-Scherz. Ja, und dann jetzt in meiner Sendung zugeschaltet aus Horb am Neckar, das ist Jerome Brunel. Und ich bin darauf gekommen, ihn in meine Sendung zu holen, weil ich seinen Podcast neulich gehört habe mit dem Dr. Mario Herger. Es war eine fantastische Folge, die ich euch nur empfehlen kann. Und da dachte ich mir, Funk, Jerome mal an. Das wäre ein fantastischer Gast für deine Sendung Moin Tesla und rede mit ihm über sein Leben mit der E-Mobilität. Jerome ist wirklich ein Tausendsasser und der die Sache aber wirklich voranbringt mit der E-Mobilität. Aber das seht ihr hier selber. Also das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, heute in meiner Sendung aus Horb am Neckar, Jerome Brunel. Jerome, ein Moin aus Bremen. Hallo, bonjour, ma chère Pompelmus. Hallo, Dennis. Hallo, Jerome. Ja, ich bin ein großer Fan von dir und viele meiner Zuschauer, die werden dich auch schon kennen. Ich stell dich mal kurz vor. Du bist ein richtiger Tausendsasser. Du kommst also aus Horb am Neckar. Du hast ein Podcast. Electrify BW, den du zusammen mit der Jana Höfner machst. Du hast einen YouTube-Kanal, Strom-Jerome nennst du dich da. Du organisierst eines der größten E-Auto-Treffen in Deutschland. Du bist Lehrer, Journalist, Tesla-Fahrer, Politiker, warst als Entertainment-Manager auf der AIDA und hast auch noch einen Kreuzfahrt-Podcast. Mann, so viel zusammen. Wie passt das alles in ein Leben? Ich glaube, ich habe noch drei Zwillingsbrüder, die genauso aussehen wie ich und wir teilen uns das. Nein, also es hat sich einfach so ergeben. Man kommt von einem zum anderen und irgendwann hat man plötzlich ganz viele Sachen, die man da betreut. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, also zum Beispiel Strom-Jerome hast du ja angesprochen, den YouTube-Kanal, wenn du da mal guckst, wann das letzte Video erschienen ist, es ist schon eine Weile her. Das schaffe ich im Moment schlicht und ergreifend nicht. Will ich aber irgendwann wieder aktivieren. Ja, man hat halt 24 Stunden am Tag, ein bisschen schlafen muss man und den Rest lebt man halt und tut eben Dinge, die einem wichtig sind. Und macht Dinge, ich werde das ja auch häufig gefragt, die einem Spaß machen. Und kommen wir zur ersten Frage. Sag mal, wie bist du? Du bist Tesla-Fahrer, du fährst ein Tesla Model S mit 60er Akku, meine ich, ohne Autopilot. Du hast mal deine Erfahrung erzählt, wie du das mit dem Autopilot fandest. Wie bist du zum E-Auto gekommen? Das interessiert mich besonders. Das ist eigentlich eine Geschichte, die schon Anfang der 90er Jahre beginnt. Damals war ich Hörfunkjournalist und da hieß es, Jerome, geh mal zu dem Termin. Da gibt es so ein komisches Auto, wenn man das überhaupt als Auto bezeichnen kann. Das fährt elektrisch. Guck dir das mal an, mach mal einen Bericht darüber. Und das war damals der CTL. Weiß nicht, ob du das kennst. Sieht so aus wie so ein Segelflugzeug ohne Flügel. Ja. Und ich bin dann da reingesessen. Ich bin tatsächlich nur 200 oder 300 Meter mit dem Teil gefahren und habe gedacht, boah, ist das genial. Das ist die Zukunft. Und das war, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre. Ich habe mir damals überlegt, kaufst du dir das? Aber ich konnte es mir damals tatsächlich nicht leisten. Ich war noch in der Ausbildung. Habe aber seither dieses Thema nie aus den Augen verloren. Und dann kam ja der Renault Twizy irgendwann. Der war mir dann aber auch zu teuer für die Gegenleistung, die man da bekommt. Habe ich dann also auch gelassen. Aber irgendwann kam der Renault Twizy als Gebrauchter auf den Markt. Und da habe ich dann zugeschlagen, habe damals für 5.000 Euro einen Twizy gekauft und das war dann mein Hauptfahrzeug. Also ich bin damit Sommer und Winter zur Arbeit gefahren, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, auch bei minus 20 Grad, ohne Seitenfenster und nix. Respekt. War aber absolut in Ordnung. Mit einer Skihose und einer dicken Jacke geht das wunderbar. Tja, und dann haben wir aber gesagt, okay, wir haben ein Erdgasauto damals gehabt, ein Touran, und wir wollten einfach weg vom Verbrenner, meine Frau auch. Und wir haben uns damals das Model 3 reserviert. Das kam übrigens nicht von mir, sondern von meiner Frau. Die hat gesagt, komm, reservier es mal. Und dann haben wir das reserviert und haben wir angefangen zu rechnen und haben gedacht, naja, als das Model S mit 60 kWh Akku auf den Markt kam, das würde sich eigentlich lohnen, das zu kaufen. Und durch den Strom, den man ja da nicht bezahlen muss, kriegt man dann die Differenz wieder rein. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir halt ein Model S 60er. Konnten wir uns gerade so leisten. Also ich bin da ehrlich, also wir mussten uns da finanziell echt strecken. Deswegen auch nur der 60er und deswegen auch kein Autopilot oder sonstiger Schnickschnack, keine Sonderlackierung. Das Einzige war dieses Dach aus Glas, was wir uns damals geleistet haben, also das Glasschiebedach, das wir uns geleistet haben. Habt ihr einen neuen gekauft?
ja, wir haben den neu gekauft, weil ja die Gebrauchtwagenpreise ja nicht wirklich runtergehen bei dem Auto. Und ich wollte gescheite Sitze haben. Und ja, ich könnte die ja auf 75 kW aufbohren, lohnt sich aber nicht für den Preis, der da verlangt wird. Und mir reicht der 60er tatsächlich auch. Also ich bin tatsächlich über 1000 Kilometer an einem Tag gefahren, ohne jedes Problem. Insofern bin ich sehr glücklich mit meinem Tesla, meine Familie auch. Wir genießen den jeden Tag und in 2 Jahren, der ist gerade 2 Jahre alt geworden, sind wir 75.000 Kilometer gefahren und ja, jetzt kommt demnächst die erste Inspektion, die 80.000er. Ja, ich finde das ganz interessant. Ich kenne viele, viele Tesla-Fahrer, die Tesla fahren, weil sie das wirklich wollen. Und wir Tesla-Fahrer werden ja immer wieder gebrandmarkt als irgendwie reiche, wie Hipsters, die irgendwie Spielzeug für Millionäre und sonst was. Und die Tesla-Fahrer, die ich treffe, die passen überhaupt nicht in das Schema. Die passen eigentlich in überhaupt kein Schema. Die haben nur eins gemeinsam, sie wollen elektrisch fahren. Ja, ja, es ist verschieden. Also es gibt natürlich auch diejenigen, die wirklich viel Geld haben und die nicht auf den Euro gucken müssen, sich dann 100er Akku reinmachen und allen Schnickschnack rein. Wobei das ja eh jetzt fast alles serienmäßig mittlerweile. Und dann gibt es die Leute, die eben aufs Geld achten müssen, aber eben rechnen und einfach feststellen, wenn ich mir ein Tesla Model S kaufe, ist es nicht viel teurer als eine Mercedes C-Klasse. Ja, im Unterhalt und in Anschaffung insgesamt, wenn man es mal auf mehrere Jahre rechnet, ehrlich. Und insofern können wir uns das leisten. Aber wie gesagt, die monatliche Rate, die tut manchmal ganz schön weh. Ja, und du bist nun Journalist und heute arbeitest du als Lehrer. Und wie bist du zum Podcast Electrify BW gekommen mit der Jana Höfner? Naja, es war so, dass ich ja jahrelang Rundfunk gemacht habe. 20 Jahre lang habe ich bei größeren Radiosendern gearbeitet, habe da moderiert und war auch Redakteur dort. Und irgendwann habe ich mir gesagt, naja, bis zur Rente willst du das nicht machen. Machst noch was Gescheites und habe mir dann überlegt, was ich machen möchte. Und das war dann tatsächlich Lehrer. Und habe dann meine Festanstellung umgeändert in eine freie Mitarbeiterschaft und habe dann damit mein Studium finanziert. Über 3 Jahre habe studiert, ganz normal. Und dann bin ich ins Lehramt gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das Radiomachen gar nicht so furchtbar vermisst. Was mich gewundert hat, ich habe wirklich gedacht, naja, wenn du rausgehst, dann bist du, es ist halt einfach so, wenn du beim Rundfunk arbeitest, bist du für viele Menschen was Besonderes. Ja? Die hören dich ja jeden Tag. Ja. Manche stehen mit dir auf oder hören dich jahrelang. Und wenn sie dich dann tatsächlich sehen, leibhaftig, dann bist du natürlich für die, ja, sowas wie ein Familienmitglied, so ein Stück weit. Ja, ja, ja. Ich habe mich dann, und das hat man natürlich auch irgendwie ein bisschen genossen, ne? Also diese Wertschätzung und habe mich dann aus zurückgezogen und habe gedacht, wirst du das vermissen? Und komischerweise habe ich es gar nicht vermisst. Aber was ich vermisst habe, ist dann doch Dinge zu beleuchten, die mir persönlich wichtig sind, audiomäßig, also per Podcast. Ja. Und ich habe dann viele Podcasts selber gehört und habe gedacht, willst du bei jemandem mitmachen? Und habe auch mal vorsichtig meine Fühler ausgestreckt, aber das war nicht so erfolgreich. Habe ich so irgendwann gedacht, doch komm, machst du deinen eigenen Podcast. Und das war dann noch ein ganz anderer, da ging es nicht um Elektromobilität, sondern ging es um alles. Der hieß Querfunk, habe ich dann mit vielen verschiedenen ehemaligen Kollegen gemacht, war auch ganz lustig, aber das Problem war, wenn man zu fünft ist, immer gleich einen Termin zu finden, wo alle können, ist schwierig. So, und dann habe ich überlegt, okay, was interessiert dich noch? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich auch eine Zeit lang auf dem Schiff, auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, habe dann einen Kreuzfahrt-Podcast gestartet mit dem Franz Neumeier und das andere Thema, was mich ja nach wie vor brennend interessiert hat, war das Thema Elektroautos. Und da habe ich dann einfach überlegt, okay, mit wem könntest du das denn zusammen machen? Und ich bin ja hier in der Nähe von Stuttgart und da gibt es einen Verein, der heißt eben Electrify BW und da habe ich dann Kontakt dazu bekommen, habe mir das angeschaut und dann habe ich auch damals Diana gesehen. Ich habe sie gar nicht angesprochen, weil ich hatte sehr große Hochachtung vor ihr, muss ich ehrlich gestehen, weil ich ihren Blog sehr, sehr genial fand und auch immer noch finde. Zoe Pionierin heißt der und irgendwann habe ich sie angesprochen bei einer Veranstaltung und gesagt, du, pass mal auf, ich habe früher Radio gemacht und ich mache einen Podcast und hättest du nicht Bock, mit mir zusammen was zu machen? Dann hat sie gesagt, grundsätzlich ja. Und dann hat es aber noch mal ein paar Wochen gedauert, weil sie keine Zeit hatte. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns ein Konzept überlegt und dann haben wir einfach mal angefangen. Und das Schöne beim Podcast ist, du bekommst ja sehr schnell Rückmeldungen von den Hörern, was gefällt nicht. Und das nehmen wir dann auch ernst. Und so haben wir das immer ein Stück weit weiterentwickelt und macht riesen Spaß. Wie oft macht ihr das und wie lange macht ihr das schon?
Wir machen das jetzt über ein Jahr und oder anderthalb oder zwei, ich weiß es gar nicht, müsste ich mal nachschauen. Wir versuchen es 14-tägig zu machen, aber wir schaffen es leider nicht immer, weil sowohl Jana als auch ich sind berufsmäßig ziemlich eingebunden, vor allem auch Jana. Dann ist es nicht immer leicht, einen Termin zu finden, aber wir versuchen es zweiwöchig hinzubekommen. Ich habe also im Auto euren fabelhaften Podcast mit Dr. Mario Herger gehört, der ja der letzte Führerschein-Neuling ist längst geboren geschrieben hat und das Buch The Silicon Valley Mindset, und ich fand das wirklich beeindruckend. Was ich auch beeindruckend finde bei euren Podcasts ist dieser Humor, der darüber kommt. Ihr kabbelt euch ja so ein bisschen und seid auch nicht immer einer Meinung. Das finde ich sehr, sehr schön. Und eine wunderbare Sequenz fand ich bei einem Podcast, wie du deine Autopilotfahrt beschrieben hast. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf zurückkommen, weil ich so ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Aber ich fand es total, total lustig. Wie kommt man denn nun? Ich denke, wir haben hier viele YouTube-Zuschauer. Podcast ist in Deutschland ja nicht so bekannt, glaube ich, wie in Amerika. Wie höre ich denn Podcasts? Ich kann es auf meinem Smartphone laden, ich kann es im Auto laden. Wie geht das? Ja. Also im Tesla geht es am einfachsten. Über TuneIn kann man den suchen. Da sucht man einfach nach Electrify BW und dann kann man das markieren und dann hat man es. Auf dem iPhone oder auf dem sonstigen Smartphone, da gibt es irgendwo eine Podcast-App. Darüber kann man es dann hören. Man sucht einfach nach dem Podcast, abonniert den und dann kriegt man alle neuen Folgen automatisch auf sein Smartphone geladen. Ansonsten in iTunes kann man uns hören und wir arbeiten noch an ein paar anderen Verbreitungsdings. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Humor, ich meine, das Thema an sich, Elektroautos, ist ja eher für viele Menschen ein eher trockenes Thema. Ja, es ist ein technisches Thema, es geht um Autos und ich habe immer gesagt, weil ich komme halt auch aus der Richtung, wir müssen auch unterhalten. Also die Leute müssen uns gerne zuhören. Ich weiß nicht, ob du den Podcast Bits und so kennst. Das ist ein Podcast, der entstanden ist zum Thema Apple. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, früher habe ich die Hälfte nicht verstanden, was die mir da erzählt haben. Aber ich habe sie trotzdem gern gehört, weil sie lustig waren. Und habe mir das dann trotzdem angehört. Und ich finde es ganz wichtig, dass der unterhaltsam ist. Dass man nicht nur trocken ist und erzählt, also der hat jetzt den Scheinwerfer links ein bisschen weiter oben oder weiter unten oder so. Sondern mir geht es einfach darum, die Leute zu unterhalten, aber eben auch mit Inhalt zu unterhalten. Und man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Also Jana und ich, wir haben auch politisch andere Meinungen teilweise und dann kämpeln wir uns und das macht Spaß und da reiben wir uns aneinander und wachsen aneinander und insofern finde ich das völlig in Ordnung. Ja, also Leute, hört mal rein. Das macht wirklich richtig Spaß, euren Podcast anzuhören. Electrify BW findet ihr auf jeder Podcast-App und so. Das macht richtig Freude. Aber jetzt nochmal zurück zum Kreuzfahrt-Podcast. Wie passt das denn zusammen? Die Frage hörst du mit Sicherheit öfter. Die habe ich schon öfter gehört, ja. Also ist es so, ich habe beim Radio gearbeitet, bin dann angefragt worden damals von AIDA, beziehungsweise von der Firma, die damals für AIDA gearbeitet hat, die aber inzwischen zu AIDA gehört. Hast du nicht mal Bock, auf unserem Schiff Entertainment zu machen? Und ich habe damals eigentlich gedacht, nee, will ich eigentlich nicht, weil ich habe auch keine Zeit dazu. Aber dann hat es sich dann doch so ergeben. Ich habe mich dann da beworben, ganz normal, musste dann zu einem Casting. Das war wirklich wie bei Deutschland sucht den Superstar, so drei Leute. Du musstest da den Hampelmann machen. Ich war dabei sehr entspannt, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ich kann das eh nicht machen. Und dann wurde ich tatsächlich von 20 Leuten, die sich da beworben haben, wurden zwei ausgesucht. Einer davon war ich. Und da bin ich auf dem Schiff gelandet. Und mir hat das eigentlich einen Riesenspaß gemacht auf dem Schiff. Und ich habe einfach festgestellt, es ist eine schöne Art zu reisen. Aber jetzt ist es natürlich so, dass ein Kreuzfahrtschiff Zeugs verbrennt, was ziemlich giftig ist, was die Umwelt verschmutzt und was nicht schön ist. Das ist gar keine Frage. So, und dann habe ich aber mich mit dem Thema angefreundet und habe dann angefangen, diesen Podcast zu machen. Und ich habe damals mit Franz auch gesagt, Franz Neumann macht den zusammen mit mir. Wie heißt der? Wir müssen Franz Neumeier heißt der. Das ist ein der heißt Cruise Tricks. Cruise Tricks. Da gibt es auch eine Webseite dazu. Und es war auch da ähnlich. Ich habe ihn angesprochen, hast du nicht Bock mit mir das zu machen? Und mir ist aber wichtig, dass wir da auch das Thema Umweltschutz da besprechen. Und inzwischen wissen wir auch, dass viele Leute, die eben bei den Reedereien zu entscheiden haben, uns zuhören.
Das heißt, ich habe jetzt einen direkten Draht zu diesen Menschen, die entscheiden, wie machen wir denn das? Wie rüsten wir die Schiffe aus? Bauen wir da Filter ein oder nicht? Und welche Filter? Und oder betreiben wir das, wie das AIDA jetzt macht, mit Erdgas, was sehr viel sauberer ist. Ja? Das heißt, ich habe im Grunde einen direkten Draht zu den Reedereien über diesen Podcast und ich versuche das zu nutzen, eben die darauf zu trimmen, zu sagen, hey, macht bitte das Ganze umweltfreundlich. Weil man kann natürlich es auch so machen und sagen, pass mal auf, also Kreuzfahrten, das ist schmutzig und damit will ich nichts zu tun haben. So, aber damit ändere ich ja nichts. Dann bleibt es ja so. Es gibt genügend Leute, die trotzdem auf Kreuzfahrt gehen. Ja, wenn ich aber sage, ich finde es nicht toll, was die Umwelt betrifft, aber daran können wir arbeiten und darüber können wir sprechen und da können wir vielleicht was ändern, dann finde ich das viel effektiver. Aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, für mich ist Kreuzfahrten, ich mache es ja nicht oft, also ich habe 2 als Passagier gemacht, weil es mir auch zu teuer ist, aber Kreuzfahrten zu machen, ist eine wirklich tolle Art zu reisen und natürlich umweltbelastend, wie jede Reise, aber dann kommt jemand zu mir, ja, ich war jetzt in der Türkei, ich bin mit dem Flugzeug hingeflogen, war im Hotel. Sorry Leute, aber das ist nicht wirklich umweltfreundlicher, als mit dem Schiff unterwegs zu sein. Also ich glaube ja sowieso, dass wir Umwelt- und Klimaschutz nicht durch Verzicht hinkriegen. Die Leute wollen mobil sein, die wollen Freiheit genießen und die wollen auch weiterhin reisen. Und wir müssen halt die umweltfreundlichere Variante wählen und wir müssen die Schiffe umweltfreundlicher machen. Wir müssen, da müssen wir dran arbeiten. Ich habe mir ja auch die AIDA Nova im Bau angeschaut. Auf der Meyerwerft habe ich auch ein Video drüber gemacht. Die arbeiten ja dann am LNG-Antrieb, der jetzt da verbaut worden ist. Und die arbeiten am Wasserstoffantrieb und so. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Übrigens auch am Batterieantrieb. Also in Norwegen bauen sie inzwischen einen Batterieantrieb. Da kann das Schiff eine halbe Stunde lang immerhin rein elektrisch fahren. Beziehungsweise man kann eben die Spitzen, die es immer wieder gibt im Betrieb, durch Batterie ausgleichen, sodass man die Motoren nicht hochfahren kann und damit ein Kraftstoffverbrauchreduktion von über 10% realisiert wird. Also man tut da schon einiges, aber es ist natürlich so, dass sobald du reist, du die Umwelt belastest. Und zwar völlig egal wie. Ich bin nur der Meinung, man muss drüber nachdenken, wie kann ich durch mein Verhalten das am wenigsten belasten. Also wenn ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehe, dann gucke ich, ist es vielleicht eins mit LNG, wie du gesagt hast, weil das ist deutlich sauberer. Dann nehme ich dieses Schiff und ermuntere dadurch ja natürlich auch die Reederei, mehr solche Schiffe zu bauen. Ja. Ja, wunderbar. So, was haben wir noch für Themen? Also Journalist haben wir ja drüber gesprochen, Lehrer, Tesla-Fahrer, Podcasts, Politiker. Du kandidierst fürs Europaparlament. Ich kann hier wertfrei sagen, Jerome, du bist Mitglied in der SPD, ich bin Mitglied in der CDU. Wir haben ja auch schon einige Leute gesagt, ist auch kein Geheimnis. Also ich will hier jetzt alles andere machen als Wahlkampf für die SPD. Nicht, dass ihr Falsches denkt. Erzähl mal deine Motivation fürs Europaparlament zu kandidieren und was so wichtig an Europa ist. Also ich habe vor 2-3 Jahren wieder angefangen, mich aktiv in die Politik einzumischen. Ich kandidiere übrigens nicht nur fürs Europaparlament, sondern auch für den Gemeinderat in Horb. Auch das tue ich. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass die europäische Idee, also Europa, durchaus in Gefahr ist und ich das tun möchte, was ich tun kann, um genau dagegen anzukämpfen. Du weißt selbst, dass die Rechtsradikalen immer mehr in die Parlamente strömen. Du weißt auch, dass es Länder gibt wie Ungarn oder Polen, die, sagen wir mal, ich sag's mal so, die europäische Idee noch nicht so ganz verstanden haben. Und ich möchte einfach ein Gegenpol sein. Ich bin auf dem Listenplatz, wo ich wahrscheinlich nicht reinkomme, aber ich habe einfach jetzt im Wahlkampf die Möglichkeit, mit ganz, ganz vielen Menschen zu reden, mit alten Menschen, mit jungen Menschen. Ich bin demnächst eingeladen, in einer Schule über Europa zu sprechen und mit den Schülern zu diskutieren und dann eben für das Thema Europa zu werben, weil ich bin ein absolut überzeugter Europäer, durch und durch. Ich bin Deutsch-Franzose. Wir mussten oft über die Grenze nach Frankreich zu meinen Großeltern und wir sind jedes Mal angehalten worden an der Grenze, weil mein Vater einen langen Bart hatte und lange Haare. Das muss ja ein Terrorist sein. Ja. Ich kenn das. Ja, du kennst das. Und das war nervig, beziehungsweise ich wurde dann in Frankreich als der Deutsche gesehen, auf dem man halt auch mal einen Hund gejagt hat. Umgekehrt bei den Deutschen war ich dann der Franzose, den man ausgelacht hat. Und das haben wir alles heute so nicht mehr. Wir haben eine offene Grenze, wir haben eine gemeinsame Währung, wir haben freundliche Kontakte miteinander, wir besuchen uns gegenseitig als Touristen, wirtschaftlich arbeiten wir eng zusammen. Und das sind doch tolle Sachen und das will ich weiterhin so haben wie bisher. Und dafür kämpfe ich und deswegen
wirklich nur deswegen bin ich dann nochmal eingestiegen in die Politik auf meine alten Tage. Mir macht es aber auch Spaß, mit den Leuten zu sprechen und es ist auch für mich eine komplett neue Erfahrung. Ich habe noch nie einen Wahlkampf gemacht, jetzt mache ich das und es ist hochinteressant und spannend und ich freue mich auch jetzt noch bis zum 26. Mai auf viele, viele Kontakte mit Menschen, wo ich einfach über das Thema Europa diskutieren kann. Ja, und ich glaube, das Engagement für Europa, das ist ganz, ganz wichtig. Meine Kinder kennen nur offene Grenzen. Wenn wir dann irgendwo einen Pass zeigen müssen, dann wissen die gar nicht, was jetzt los ist. Und wir müssen das auch der neuen Generation weitergeben, was Europa für ein Friedensprojekt auch ist. Und diese Völkerverständigung, die wir heute haben zwischen Deutschland und Frankreich, das war nicht normal über Jahrhunderte oder über Jahrzehnte. Und gerade was man jetzt auch mit dem Brexit sieht, das ist ja eine riesengroße Tragödie. Und wir müssen da alle echt für Europa kämpfen. Und dafür stehe ich auch. Und deswegen finde ich dein Engagement da ganz, ganz wichtig. Auch wenn man auf einem Listenplatz kandidiert, wo man eigentlich keine Chance hat, reinzukommen. Also ich hab lange diskutiert mit Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, auch in meiner Partei. Deswegen habe ich sie auch kennengelernt. Sie unterstützt mich auch in meinem Wahlkampf und ich habe lange mit ihr gesprochen. Sie ist auch eine Französin, die aber in Deutschland lebt. Das heißt, wir verstehen uns auch gut, auch auf Französisch, wenn es sein muss. Und sie hat mir das auch damals ganz genau erklärt. Es ist halt einfach so, dass Europa ein Friedensprojekt ist. Viele denken ja, das ist ein wirtschaftliches Projekt, das man enger zusammenbaut. Aber das ist nicht die Idee hinter Europa, sondern die Idee ist, wir haben uns 1000 Jahre lang nur gekloppt auf diesem europäischen Kontinent. Es gab 1000 Jahre ununterbrochen Krieg auf diesem Kontinent. Wenn sie sich nicht im Norden gekloppt haben, dann haben sie sich im Süden gekloppt. Und wenn sie nicht im Süden gekloppt haben, dann haben sie im Westen gekloppt. Es hat nie aufgehört. Und seit wir Europa haben, haben wir Frieden. Und das ist der Gedanke dahinter. Und damals hat man sich halt überlegt, wie kriegen wir das hin? Und die haben sich dann überlegt, gut, wenn sie wirtschaftlich eng verbunden sind, dann können sie sich nicht mehr bekriegen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Ja, nicht nur das. Wir haben natürlich auch seitdem ein ständiges Wachstum in Europa. Uns geht es heute so gut wie eigentlich noch nie zuvor. Und wenn man auch sieht, was in Osteuropa passiert ist, wie sich Osteuropa entwickelt hat. Ich habe das als Kind, habe ich das naturgemäß ja nicht verstanden. Dann habe ich meinen Freund Stefan Risse, der ist heute bei NTV, das war mein Nachbar, der war 5 Jahre älter, den habe ich gefragt, ja, warum sollen wir denn offene Grenzen haben und mit denen zusammenarbeiten und so, dann schicken die uns ihre Produkte und wir können nichts mehr verkaufen. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, denen muss es besser gehen, weil wenn es denen besser geht, dann kaufen die unsere Autos. Ja. Und ich war irgendwie 7, 8 Jahre alt und da habe ich es begriffen. Also, und es funktioniert nur, wenn das Ganze natürlich im Ausgleich ist und wenn das Ausland an uns was verkaufen darf und wir es ins Ausland verkaufen dürfen. Und gerade im Verhältnis zum Beispiel mit Frankreich ist es heute völlig egal, ob man ein deutsches Auto kauft oder ein französisches Auto. Die Wirtschaften sind so verwoben, das macht eigentlich kaum einen Unterschied. Und das macht ja den Brexit so schwierig. Man kann das eigentlich nicht mehr trennen. Also ich bin fast aus dem Bett gefallen, als die Nachricht kam, ich bin zweimal aus dem Bett gefallen. Einmal, als ich mitbekommen habe, dass Trump gewählt worden ist, da bin ich wirklich aus dem Bett gefallen, buchstäblich. Und das Gleiche nochmal beim Brexit. Und man sieht es ja jetzt, ja. Also die haben ja gesagt, wir machen bilaterale Verträge, ne, die Briten. Und dann wollten sie irgendwie 40 Verträge und haben davon gerade mal 5 oder 6 hinbekommen. Mehr war da nicht. Die werden überhaupt nicht mehr ernst genommen wirtschaftlich, weil die zu klein sind alleine. Wir können nicht mehr alleine in dieser Welt bestehen. Wir müssen als Europa zusammenhalten, sonst nehmen uns die Chinesen nicht ernst, sonst nehmen uns die Amerikaner nicht ernst. Also Deutschland alleine oder Frankreich alleine oder welcher Staat auch immer alleine hat einfach keine Chance. Punkt. Ja, das ist ein schönes Schlusswort zu Europa. Wir müssen da zusammenhalten. Ein Thema habe ich hier noch stehen und zwar E-Auto-Treffen in Horb. Wir organisieren hier ja sowas Ähnliches, der E-Day in Blumenthal, aber bei euch, das ist noch viel, viel größer und hat sich richtig entwickelt und das organisierst du auch noch. Erzähl mal, was ist das für eine Veranstaltung, was ist für dieses Jahr geplant und wann findet also, ja, also angefangen hat das vor 2 Jahren, da haben wir das erste Mal gemacht. Ich bin damals einfach zum Oberbürgermeister gegangen und habe gesagt, pass mal auf, so 40, 50 Autos kriegen wir her und da können wir doch da so was machen. Und da hat er gesagt, ja, das können wir doch angliedern an unser schönes Stadtfest im September, am letzten Wochenende der Ferien hier in Baden-Württemberg. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir und dann probieren wir das einfach mal an einem Samstag. Und
es kamen dann nicht 40 oder 50 Autos, sondern es kamen gleich 100. Und haben wir gesagt, hey, das war ja nicht schlecht. Jetzt können wir noch ein bisschen ausweiten. Jetzt machen wir das noch auf den Sonntag. Und dann kamen plötzlich 300 Fahrzeuge, über 300 Fahrzeuge letztes Mal. Und wir haben dann eben Vorträge gemacht. Wir haben dann uns getroffen, waren abends zusammen essen, haben hier gefeiert. Das war also wirklich schön. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren sehr, sehr positiv. Und aber gesagt von der Stadt und ich, lass uns das weiterentwickeln. Lass uns da weitermachen. Jetzt nehmen wir noch den Freitagabend dazu oder Freitagspätnachmittag. Tag, weil da sowieso schon viele angereist waren. Lass uns das ein bisschen in Bahnen lenken. Und für dieses Jahr haben wir auch wieder Vorträge, aber auch am Samstag und Sonntag geplant. Wir wollen das Ganze ein bisschen ausweiten. Ich hoffe mal, dass da noch mehr Fahrzeuge kommen. Ich hatte jetzt gestern oder vorgestern eine Sitzung, wo ich eingeladen war. Da ging es um Photovoltaik. Die wollen sich da vernetzen hier im Kreis Freudenstadt und da wurde ich eingeladen. Ich wusste erst gar nicht, warum ich eingeladen bin, weil ich habe mit Photovoltaik jetzt nicht so viel zu tun. Es interessiert mich, ich finde es toll, aber ich habe jetzt noch keine Anlage. Es ist ein ganz kleiner Schritt vom E-Auto zur Photovoltaik, weil der E-Autofahrer, der fragt sich jetzt, wo kriege ich meinen Strom denn jetzt? Ich will doch keine keinen Braunkohlestrom in meinem Akku haben. Und, und genau deswegen hatten die mich auch eingeladen. Ich habe es noch nicht gleich begriffen. Ja? Wenn man so viele Termine hat wie ich jetzt gerade, dann beschäftigt man sich immer so 2-3 Stunden vor dem Termin. Was ist da jetzt eigentlich? Worum geht es da eigentlich? Was kann ich mich da vorbereiten? So, und da war ich da und habe mit den Leuten dort gesprochen und mich ausgetauscht. Und das war ein richtig toller Austausch. Da habe ich gesagt, Jungs, wäre auch eigentlich nicht schlecht, wenn ihr auch noch dazu kämen zu unserem Fest und da eure Photovoltaik den Leuten erklärt, weil das gehört ja irgendwie auch dazu. Jetzt schauen wir mal, ob wir das bis zum September noch so auf die Reihe bekommen. Wenn nicht, dann nächstes Jahr, wenn die Stadt damit einverstanden ist. Ich muss da immer mit der Stadt immer Rücksprache halten. Was mir halt einfach wichtig ist, ist, dass wir diese Veranstaltung immer ein Stück weiter drehen, immer ein Stück weiter, was Neues bieten. Weil man muss auch eins sehen, in 4, 5, 6 Jahren ist es normal, dass du ein Elektroauto fährst. Hoffe ich zumindest, aber davon gehe ich aus. Dann brauchen wir kein reines E-Auto-Treffen mehr, weil jeder hat dann ein E-Auto, dann ist es nichts Besonderes mehr. Deswegen versuche ich das einfach weiterzuentwickeln und zu überlegen, okay, in welche Richtung können wir das denn entwickeln? Und mir geht es halt um Nachhaltigkeit. Da ist das E-Auto natürlich ein Punkt, aber dazu gehört dann eben auch Photovoltaik oder Windkraft oder der ÖPNV, der weiterentwickelt werden muss. Ja. All diese Dinge sind Themen, die auch in der Zukunft wichtig sind. Und dahingehend versuche ich das weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, das ist eine Veranstaltung, wo man, wenn man kommt, andere E-Autofahrer trifft und sich mit denen unterhalten kann, wo man aber auch mit der normalen Bevölkerung ins Gespräch kommt, denen das Auto zeigen kann, erklären kann, warum das so toll ist und wo man einfach gemeinsam feiert und das Ganze von einer wirklich schönen Kulisse Horbs. Das ist einfach im Neckartal und die Häuser, die da so hochkommen. Ich glaube, du warst ja sogar schon mal in Horb, als du in Nagold studiert hast. Ja, Nagold übrigens auch eine sehr schöne Stadt, da bin ich auch regelmäßig. Ich sag jedes Mal einen Gruß von dir. Ja. Und die ganze Gegend ist schön. Wir machen Ausflüge, also Ausfahrten kann man da machen. Das tun wir dieses Jahr auch wieder ein bisschen erweitern. Und es ist einfach 2, 3, die man da verbringen kann und die man wirklich genießen kann wie ein Urlaub. Ja, wunderbar. Ich versuche mal, ob ich das dann nächstes Mal auch hinschaffe zu euch. 6., 7., 8. September. Das muss man noch dazu sagen. Ja, 6., 7., 8. September. Wir sind ja mit dem E-Day im Blumenthal 2 Wochen später. Und da haben wir das Konzept genauso gewählt. Wir haben E-Autos, wir haben E-Bikes, wir haben erneuerbare Energien als Thema genommen. Man kann da noch Finanzierung und Versicherung dazu paaren. Das ist auch noch eine Sache, die auch viele Aussteller bringt, dass man versucht, ein interessantes Spektrum für die Leute zu bringen. Und wir haben gesagt, alternative Antriebe im Allgemeinen. Also wenn jemand mit Gas kommen würde, das ist natürlich auch schon ein großer Fortschritt. Gas kann man natürlich, können wir auch selber irgendwann produzieren. Das bleibt spannend und ich glaube, dass diese Messe-Themen, dass das in Zukunft
noch viel, viel größer werden wird. Und das sind die Themen, die die Leute, jedenfalls sehe ich das auch bei meinem Kanal, wenn ich über Photovoltaik berichte, dann haben wir wirklich richtig, richtig viele Aufrufe. Das interessiert die Leute. Ja, ich bin auch gerade an dem Thema. Ich bin gerade dabei, mich zu informieren, was ich auf meinem Dach machen kann. Ich wohne in einem Reihenhaus, das macht die Sache nicht leichter. Aber ich möchte unbedingt eine Photovoltaikanlage aufs Dach haben. Und zwar egal, ob sich das rentiert oder nicht. Das ist mir relativ wurscht. Wenn es plus minus null ist, reicht mir das schon. Aber man freut sich doch eigentlich einfach, wenn man sieht, dass man Strom produziert hat und den selber verbraucht hat und damit die Umwelt nicht belastet hat. Ich finde, genau, das ist einfach ein Lebensgefühl. Ja? Genau, und das ist der Punkt. Und wenn wir darüber berichten, ich mache das ja mit Holger Laudelei über zum Beispiel E3-DC-Hauskraftwerke mit Batteriespeicherung im Keller und so, dann kommt immer wieder das Argument, das rechnet sich überhaupt nicht und das rechnet sich erst in 30 Jahren und hört auf mit dem Quatsch und so. Es geht hier den meisten Leuten gar nicht darum, dass sie damit Geld verdienen wollen, sondern sie wollen einfach ihren Strom selber machen. Sie wollen nicht abhängig sein vom Energieversorger. Das ist auch so, das Auto ist ja auch ein Zeichen für Freiheit. Und genauso ist das bei Photovoltaik auch. Ich mache mich damit frei und unabhängig vom Energieversorger und ich tue noch was Gutes für die Umwelt. Also, und das ist die Motivation. Ich denke, es gibt verschiedene Motivationen. Also die Motivation, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gibt, der einfach mit spitzem Bleistift rechnet. Aber wenn du mit spitzem Bleistift rechnest, dann kommst du irgendwann auch dahinter. Das lohnt sich ja. Also da verdiene ich sogar Geld mit. Das ist nicht nur eine Investition, sondern das ist auch Geld verdienen. Und wenn man das den Leuten klar macht, wunderbar. Also ich bin ja mittelständischer Unternehmer, der genau das gemacht hat. Es lohnt sich. Ich habe natürlich noch die alte Einspeisevergütung und es lohnt sich auch noch heute, wenn man mit spitzen Bleistift rechnet. Da ist nur das Thema. Es lohnt sich dann insbesondere dadurch, dass ich mich unabhängig mache und abkoppel von zukünftig steigenden Strompreisen. Und jetzt gibt es Leute, die behaupten, die Strompreise würden nicht steigen. Natürlich steigen die Strompreise. Alles ist schon ständig in unserem Land teurer geworden. Sag mir ein Produkt, was billiger geworden ist in den letzten Benzin. 20 Jahren. Benzin ist billiger geworden, verhältnismäßig, wenn ich mich nicht täusche. Benzin ist nicht wirklich teurer geworden. Ja, natürlich ist es teurer geworden, aber wenn du die Inflation rausrechnest, ist es nicht wirklich viel teurer geworden. Das ist zum Beispiel ein Stoff und gerade das ist das Problem, dass es eben nicht teurer geworden ist. Ne? Also ich kann alle Unternehmern empfehlen, gerade wenn sie ein Flachdach haben oder so, macht euch unabhängig. Und wenn die Anlage bezahlt ist nach 10, 15 Jahren, dann kostet das kein Geld mehr und produziert trotzdem Strom. Also, ich finde es faszinierend. Also ich finde es faszinierend, wie das funktioniert. Ja, aber ich habe einen Patenonkel in der Nähe von Bonn, in Meckenheim, der hat eine Anlage auf dem Dach und ich stehe dann also wirklich vor dieser Batterie, die er da hat und diese Einspeisung, wo man ablesen kann, was geht rein, raus, was wird gerade verbraucht und so weiter. Ich finde, ich könnte da stundenlang davor sitzen und blöd gucken und mir das angucken. Ja, ich finde es faszinierend. Spaß an Technik ist eine ganz große Motivation, auch für Leute, E-Autos zu fahren. Ja, Jerome. Ich danke für das Interview. Haben wir noch irgendwas? Nö. Wichtiges vergessen, was dich angeht. Du hast so ein bisschen Einblicke in dein Leben hier gegeben. Tesla-Fahrer, Politiker, Lehrer, Journalist, YouTube. Was mit YouTube? YouTube ist, wie du selber weißt, ziemlich aufwendig. Das Filmen selbst geht eigentlich meistens relativ schnell. Das Schneiden hinterher, das dauert dann so seine Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bis 26. Mai schaffe ich es einfach nicht mehr zu schneiden. Ich habe so viel in dem Kopf und auch ein neues Konzept im Kopf, weil es ist halt auch so, ich möchte jetzt auch nicht das 20. Video zum gleichen Thema machen wie andere. Ja, also du kennst das Problem sicher auch. Also ich möchte nicht der 20. sein, der jetzt auch nochmal ein Video über das Tesla Model 3 macht mit den Auslieferungsproblemen so oder so, sondern wenn ich etwas mache, dann möchte ich dann schon irgendwas machen, was eben nicht an jeder Ecke ist. Und das ist schwierig und dafür braucht man Zeit. Und das ist genau das Problem, Zeit. Ja. Ich hatte unheimlich Spaß an dem YouTube-Kanal und ich bin da ja auch gar nicht so unerfolgreich damit gewesen. Also ein Video hat, glaube ich, über 230.000 Views bekommen, wobei das ausgerechnet das Video war, wo ich am wenigsten stolz drauf bin, weil es einfach schlecht war. Welches war das? Das war das Video über ein Jahr Tesla. Und, diese Videos, die kriegen so viele Klicks. Ja.
jedes Fazitvideo über einen Tesla. Mich wundert das auch immer. Und bei YouTube. Ja, dann habe ich noch reingemacht und eine Kostenfalle. So. Und ja. Da haben sie dann geklickt, blöd. Was? Kostenfalle? Was, ja. was ist da eine Kostenfalle? Es waren halt bei mir die Reifen, die tatsächlich bei mir eine Kostenfalle waren, weil die einfach sich so schnell abgenutzt haben bei mir. Aber da gab es also wilde Diskussionen und was weiß ich. Aber ich möchte für die Zukunft möchte ich schon weitermachen mit YouTube, aber erst wenn ich wieder wirklich Zeit dafür habe und dann eben auch das Konzept, was ich so im Kopf habe, auch umsetzen kann. Und das Konzept selber braucht einfach viel Zeit in der Produktion. Und man kann halt leider nicht alles machen, obwohl man es gerne möchte. Aber irgendwie hat mein Tag auch 24 Stunden. Mich fragen die Leute ja auch, warum machst du keinen Podcast? Würde mich auch total interessieren. Das ist ganz einfach so, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Irgendwie, wenn ich den YouTube-Kanal bespielen will mit 3 Videos irgendwie die Woche mindestens, da kriege ich nicht noch einen Podcast hin. Ich könnte das hier jetzt auch als Podcast ausspielen, aber warum? Die Leute können es ja auf YouTube sehen. Also von daher... Wobei umgekehrt haben wir es auch schon gemacht. Also dass man bei Grußtricks haben wir das gemacht, dass wir auch einen Podcast als Video veröffentlichen, was tatsächlich Leute eben gibt, die nicht die Podcast-App sich damit auskennen und so weiter. Da geht es. Aber das war ein richtig großer Mehraufwand. Das haben wir dann auch irgendwie gelassen und beziehungsweise jetzt automatisiert. Da ist dann nur noch ein Bild und dann ist okay. Aber du hast schon recht, man kann nicht auf allen Kanälen rumhupfen. Beziehungsweise man kann es schon, aber dann hat man halt keine Freizeit mehr. Ne? Da muss man sich irgendwann entscheiden. Ja, Jerome, das Schlusswort gehört dir hier. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben hier in der Sendung Moin Tesla, dass du hier im hohen Norden quasi zu Gast bist. Moderne Technik macht es möglich. Was möchtest du noch loswerden? Also ich möchte dir loswerden, erstmal ein Dankeschön, ein ganz dickes Dankeschön an dich, an deine ganzen Produkte. Ich finde es toll, was du da machst und verfolge das ja auch schon seit Jahren mittlerweile, was du machst. Und das ist einfach toll, jetzt auch mal mit dir persönlich zu sprechen. Wir haben zwar immer wieder mal gechattet miteinander, aber jetzt persönlich gesprochen, das ist jetzt das erste Mal. Und man kann das gar nicht hoch genug hängen. Du gibst dir ja da unheimlich viel Mühe und das ist ja eine Menge Arbeit und mich unterhält es und mich informiert es. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke. Und ich beneide dich ja, dass du im hohen Norden lebst, da würde ich nämlich auch gerne leben. Ich bin eigentlich kein Bergmensch, ich wohne ja im Schwarzwald, sondern ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne am Meer ist und das gibt es hier halt nicht. Ich glaube, Horb ist so ziemlich die Stelle in Europa, die am weitesten von sämtlichen Meeren entfernt ist und das ist immer traurig. Deswegen, ich war jetzt vor 2-3 Jahren mal wieder in Hamburg und habe da meinen Urlaub verbracht. Ich versuche oft in die Bretagne zu fahren ans Meer. Ich beneide dich darum, dass du da im hohen Norden bist. Da wäre ich auch gern. Wobei, das Wetter ist bei uns besser, Edge. Ja, man will immer das, was man nicht hat. Also wenn du mal in die Region kommst, dann kommst du zu mir und dann fahren wir an die Nordsee und gehen ordentlich Fisch essen. Das habe ich in den Videos auch schon häufig gezeigt. Ja. Ich wäre gerne ein bisschen weiter im Süden. Dann könnte ich zwischendurch mal Skifahren gehen oder so. Das ist von hier oben natürlich nicht so einfach. Ja, siehst du. Die Frau von Owe wollte ja auch gleich hier in Horb bleiben, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Der hat es in den Bergen auch unheimlich gut gefallen. Also ich fand die Zeit im Schwarzwald unheimlich schön. Echt. Ja. Ja, also allen, die es nicht wissen, ich habe in Nagold 2-3 Jahre verbracht und habe da studiert. Das ist der Nachbarort von Horb. Und vielleicht schaffe ich es ja zum E-Auto-Treffen dieses Jahr. Würde mich sehr freuen. Du bist herzlich eingeladen. Kannst auch gerne einen Vortrag halten. Alles offen für dich. Ja, vielen Dank und einen schönen Gruß nach Horb am Neckar. Danke, Jerome. Und Dankeschön und Grüße an deine Frau. Ne? Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank an Jerome. Das Gespräch mit ihm ging dann hinterher noch weiter. Wir haben sehr nett geplaudert und dabei kam raus, dass er wahrscheinlich, wenn sein Terminplan das zulässt, als Moderator zum E-Day kommt und mit mir zusammen dann dort durchs Programm führen wird. Wenn das klappen würde, wäre ich wirklich ganz, ganz happy. Also Jerome Brunel hier oben im Norden, dann im September auf dem E-Day. Ja, das war's schon wieder. Folge 14 von Moin Tesla geht zu Ende. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt mir dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Und besonders freuen würde ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Denn dann ist der Uwe Kröger von T&T Tesla zu Gast in meiner Sendung. Also bis dann und tschüss.